Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Elektrotechnik, das elektrische Feld. Diesmal geht's los. Richtige Level habe ich schon an. Wir kümmern uns heute um die erste Formel. Ja, erstes richtiges Video, erste Formel. Ja. Schaut ein bisschen wüder aus, wenn wir das sehen. Da sehen wir jede Menge Symbole. Aber wir werden sehen, der Gehalt dieser Formel, ich meine, so wie es da steht, ist kompliziert. Aber wenn ich jetzt erkläre, was dahinter steckt, das ist der Satz vom elektrischen Hüllenfluss, heißt der. Einer der vier Maxwell'schen Gleichungen. Die anderen stehen darunter, da überall. Ja. Und mit diesen Maxwell'schen Gleichungen kann man das elektromagnetische Feld beschreiben. Ja. Und um die erste kümmern wir sie jetzt. Es ist Zeit für einen kleinen Maxwell. Ja. Es geht also einmal um das elektrische Feld. Schreiben wir das auf. Wir haben schon gehört, das elektrische Feld beeinflusst Ladungen und wird durch Ladungen erzeugt. Okay? Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ja? Also wir haben hier zum Beispiel irgendeine Ladung Q. Da ist. Ja? Das ist die Ladung Q. Die erzeugt mir ein elektrisches Feld. Ja? Und zwar kann man sich vorstellen, dieses elektrische Feld wird nach allen Seiten von diesen Q, nach allen Seiten gleichmäßig wegerzeugt. Ja? Also man kann sich das so vorstellen, wie wenn praktisch das Q eine Kerze ist, eine Laterne, ja, eine gewisse Strahlstärke hat und das Licht hat nach alle Seiten, ein Stern von mir aus, ja? Nach alle Seiten strahlte das ein Licht ab, ja, und das, was die halt abstrahlt da, nach alle Seiten, dieses Q, das ist halt das elektrische Feld. Okay, das geht halt da weg. Ja. Zack. So geht das nach allen Seiten weg. Also das ist praktisch schon die Quelle und das elektrische Feld, das fließt da hinaus. Ja, das fließt von dieser Quelle hinaus und verteilt sich im Raum. Okay? Man stellt sich das auch tatsächlich so vor. Ja? Man sagt, okay, ich stelle mir jetzt vor, es fließt da irgendein Fluss aus meiner Ladung heraus. Ja? Dieser Fluss, den nennen wir elektrischer Fluss. Formelzeichen ist eine Gabel, ja, da gibt es nichts zu messen. Psi ist ein griechischer Buchstabe, elektrischer Fluss. Ja. Also man sagt, okay, die Ladung Q ist die Quelle und daraus tritt der elektrische Fluss. Ja, und der elektrische Fluss hat die Einheit Coulomb, ja, gleiche wie die Ladung, ja, oder Ampere Sekunde. Ja. Coulomb. Die Einheit des elektrischen Flusses ist Coulomb. Das geht so raus. Okay? Und jetzt stelle ich mir vor, es gibt da rundherum gibt es eine Hülle. Ja? Die ist irgendwie, die kann man sich irgendwie geformt vorstellen einfach. Ja? Eigentlich wollte ich das lila machen, ist aber kein lila da. Boah, machen wir es orange. So, darum gibt es jetzt eine Hülle. Ja, wie die geformt ist, ist einmal vollkommen wurscht für unsere Vorstellung. Ja, wir stellen uns jetzt auch vor, da gibt es auf dieser Hülle gibt es da einen kleinen Ausschnitt A. Ja, und durch diesen kleinen Ausschnitt tritt eben nicht der gesamte elektrische Fluss, sondern da tritt eben nur ein Teil des elektrischen Flusses durch, der strahlt da durch. Da schau ich es auch so leicht. Da ist der Fluss Phi. Ja, tritt durch diese Fläche A hindurch. Okay? Auf diesem Teilbereich, ja, wo das da durchtritt, haben wir also eine gewisse Flussdichte, heißt das. Ja? Das ist D. Es gibt also die Flussdichte. Elektrische schreibe ich aber wieder, Flussdichte. Das ist das D. Jetzt ist es schon.
elektrische Flussdichte D, ja, das ist der Fluss auf einer gewissen Fläche dividiert durch diese Fläche, Psi durch A. Okay. Das ist die Flussdichte, die da in diesem Bereich hier herrscht. Okay. Elektrische Flussdichte heißt das. Es ist jetzt so, ja, wenn ich diese Fläche dann immer größer werden lasse, ja, und einfach alles aufsummiere, alles an elektrischen Fluss, der halt da ist, aufsummiere, ja, der gerichtete Fluss durch eine Fläche, gerichtet durchtretende Fluss, ja, durch eine geschlossene Hüllfläche, ja, ist immer gleich der beinhalteten Ladung. Es ist eh logisch, ne? Da gibt es eine Ladung, die ist die Quelle, da rinnt es weg, und wenn ich die komplett einpacke, muss das, was halt wegrinnt von der Quelle, was überall durchtritt, durch meine Oberfläche, ja, die muss ja, wenn ich das alles zusammenzähle, muss ich auf das kommen, was drin als Quelle drin ist. Ja. Das ist das. Satz vom elektrischen Hüllenfluss. Ja. Der besagt, wenn ich den Hüllenfluss, ja, das schaut so aus, Psi-Dach, ja, das ist der Hüllenfluss, das ist so der Fluss, der auf der gesamten Oberfläche da, wenn das jetzt die ganze Hüllfläche ist da, ja, aha, die Hüllfläche, das ist praktisch die Summe über die gesamte Hüllfläche von den ganzen Psi, was da drin rumherum, ja, alles aufsummiert, ja, das ist gleich die Summe der in der Hüllfläche beinhalteten Ladung. Okay? Das ist das. Ja? Und wenn man es halt mit dem D, na, dann muss ich halt da Summe D mal A. Ja? Also über alle möglichen A's. Ja? Immer. Ja? Das steht hier auch, nur mit etwas anderen mathematischen Symbolen, etwas allgemeiner geschrieben. Da haben wir einen Nabla-Operator, das ist ein Differentialoperator. Das sagt praktisch, dieses Nabla mal in D sagt praktisch, wie stark die Flussdichte dort auseinanderfährt. Ja? Also die Quelldichte ist das. Ja? Und die ist gleich, und das sollte eigentlich ein Rot sein, meiner Meinung nach, aber okay. Die ist gleich der Raumladungsdichte. Ja? Das ist gleich der Raumladungsdichte, wie viel, wenn man sich die einzelne Ladung gibt es nicht, sondern das versteht man sich so verschmiert vor, das ist die Raumladung. Okay. Also das ist genau das. Satz vom elektrischen Hüllenfluss heißt es. Ja? Das ist der Satz Hüllenfluss. Satz vom elektrischen Hüllenfluss. Eine geschlossene Oberfläche, unabhängig von ihrer Form. Ja, der gesamte Fluss, der durch diese Oberfläche durchtritt, durch diese Hülle, der Hüllfluss, ja, ist gleich der beinhalteten Ladungsmenge. Warum sage ich unabhängig von der Form? Wenn man sich vorstellt, das ist ja da vielleicht so vielleicht, ja, irgendein komischer Burn drauf, ja, dann geht ja der Fluss da raus, hier wieder rein, aber da hinten wieder raus. Ja, das heißt, ich muss das gerichtet zusammenzählen, logischerweise. Ja. Wenn nämlich da drinnen eine negative Ladung habe, dann ist das nämlich keine Quelle des elektrischen Felds, sondern dann saugt es das elektrische Feld praktisch an. Ja, dann geht das elektrische Feld, der elektrische Fluss in die Gegenrichtung. Also positive Ladungen sind praktisch die Quellen und negative Ladungen sind die Senken. Ja. Also es gibt Quellen und Senken von einem elektrischen Feld, deswegen heißt das Ding ja Quellenfeld. Okay. Quellenfeld, ein elektrisches Feld ist ein Quellenfeld. So, aber jetzt haben wir, ich meine, elektrisches Feld haben wir immer eh geschrieben, ne? Das gibt es ja noch gar nicht, das gibt es ja noch gar nicht. Jetzt haben wir den elektrischen Fluss, haben wir gesagt, okay, das fließt halt da raus aus der Ladung,
gibt es eigentlich gar nicht, das ist nur eine Vorstellungshilfe, man kann sich das so vorstellen. Es gibt die elektrische Flussdichte D, die halt nachher lokal praktisch wirkt, wo halt ein Flächenstückchen haben und da tritt dann eine gewisse elektrische Menge an elektrischen Fluss durch und dann schaue ich, wie viel Coulomb pro Quadratmeter, Ampersekunden pro Quadratmeter durchgängen. Ist eh logisch, ne, dass das ja praktisch die Einheit Coulomb pro Quadratmeter hat oder Ampersekunden pro Quadratmeter. Ja. Und wie kommen wir jetzt zum elektrischen Feld? Es ist jetzt so, dass im leeren Raum, der Luft näherungsweise auch, aber im leeren Raum gilt der Zusammenhang E, also D ist Epsilon 0, eine Naturkonstante, mal E. Okay? Wenn ich also an einem gewissen Ort eine gewisse Flussdichte herrscht, dann weiß ich auch, wie groß die elektrische Feldstärke da ist. Und dazwischen gibt es nur da diese elektrische Feldkonstante, Epsilon 0, oder die Elektrizitätskonstante. Ja? Das ist die Elektrizitätskonstante. Oder elektrische Feldkonstante. Und dieses Epsilon 0 hat auch einen gewissen Wert. Das ist 8,854 ja, mal 10 hoch minus 12. Und jetzt, Einheiten müssen wir aufpassen. Ja. Das haben wir ja gesagt, das hat die Einheit. Ampersekunden pro Quadratmeter. Das hat die Einheit Volt pro Meter. Mit was müssen wir also multiplizieren? Also unten brauchen wir auf alle Fälle ein Meter. Ja. Das Volt muss weg, also Volt und Meter brauchen wir unten und oben brauchen wir Ampersekunden. Ja. Dann das mal dem ergibt diese Einheit. Schauen wir mal hin. Kann man sich auch merken. Ja. Also die Einheit ist Ampersekunden pro Voltmeter. Die Elektrizitätskonstante, elektrische Feldkonstante Epsilon 0. Okay, gilt im leeren Raum. Ja. Gilt im leeren Raum. Gut. Und damit aus der Ladung folgt der Fluss, aus dem Fluss folgt die Flussdichte an einem gewissen Ort, aus der Flussdichte folgt die elektrische Feldstärke. Okay. Schauen wir sie das an. Schauen wir sie das an. Nehmen wir an, wir haben hier eine Kugeloberfläche, ja, ohne diesen Zapferl da, was ich da einzeichnet habe, sondern eine Kugeloberfläche. Was ist die Oberfläche einer Kugel? Was wäre? 4πr². R², ja. Das ist die Oberfläche einer Kugel. Das ist praktisch das AH. Ja, jetzt habe ich in meinen AH drinnen, ja, mein Fluss, ja, oder meine Flussdichte D, ja, ist gleich der Fluss dividiert durch die Kugeloberfläche. Der Fluss ist gleich der beinhalteten Ladungsmenge, also meinen Q hier, Q dividiert durch 4πr². Das ist die Flussdichte, ja, die ich an der Kugeloberfläche habe. Man beachte, das R steht unten, je größer das R wird, je größer, je weiter ich mich also von der Quelle, von meiner Ladung entferne, desto weniger stark wird die Fluss, ist eh logisch. Ne? Der Fluss bleibt gleich, Satz vom elektrischen Hüllenfluss, Fluss über die gesamte Hüllfläche bleibt ja gleich, ja? Da hört es halt nur weiter auf, deswegen nimmt die Flussdichte ab. Das heißt, auf einer Kugeloberfläche, wenn ich jetzt das E ausrechne, ja, weil das E ist ja D durch Epsilon, habe ich also D durch Epsilon 0, ja, habe ich also Q dividiert durch 4πε0r².
das hier. Ist das elektrische Feld einer punktförmigen Ladung im Ursprung einer Kugel. Okay? Und wenn es Q negativ ist, dann geht halt das Feld nicht in die Richtung, sondern hinein, in die Ladung. Ja? Dann ist halt das E negativ. Dann, ja? Das ist, ja? So kann man sich das elektrische Feld vorstellen. Und so kommen wir also von der Ladung auf die elektrische Feldstärke, die halt je nach Position im Raum unterschiedlich ist. Das nächste Mal wollen wir da versuchen auszurechnen, wie das aussieht, wenn wir da zwei Ladungen haben. Ja? Nehmen wir zwei Ladungen und schauen. Berechnen die Kraft dann aufeinander. Schauen, wie das ausschaut. Ja. Wenn wir da zwei Ladungen haben, wir haben ja gesagt, Ladungen ziehen sich an oder stoßen sich ab. Jetzt haben wir elektrische Feldstärke, Ladungen. Schauen wir mal, wie das ist. Ja. Nächstes Mal, Coulombsches Gesetz heißt das. Ja. Jetzt haben wir endlich in Coulomb, mal woanders, da ist das Einheit. Aber im nächsten Video. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.